Hi, ich bin Luca und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Einstieg muss ich noch üben, ich weiß immer nie, was ich sagen soll. Aber ja, heute reden wir über Gender Euphoria. Euphoria, wie die Serie. Auf jeden Fall immer, wenn es um das Thema Trans geht und wie Leute rausfinden, dass sie trans sind, wird ja immer über Gender Dysphoria gesprochen. Also dieses extreme Unwohlsein mit dem weiblichen Körper oder mit der weiblichen Rolle. Bei mir zum Beispiel waren es größtenteils die klassischen Sachen. Ich fand es total schlimm, eine Brust zu haben. Generell so dieser weibliche Körper mit den ganzen Rundungen. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Wenn ich meine Periode damals bekommen habe, ging es mir total scheiße. Also auch wegen den Krämpfen und so natürlich, aber nicht nur deswegen, sondern auch diese psychische Belastung. So dieses, übrigens, falls du es schon vergessen hast, du hast den Körper einer Frau. Und dann habe ich mich auch total unwohl gefühlt in dieser Rolle als Frau. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht wirklich dazu. So, warum ist das für die anderen Frauen so einfach, eine Frau zu sein? Und ich streng mich die ganze Zeit an und es klappt trotzdem nicht wirklich. Also das sind so ein paar von den klassischen Beispielen. Natürlich gibt es noch andere Sachen, die manchmal auch total random sind. Manchmal habe ich auf einmal Dysphorie, weil meine Schuhe irgendwie zu klein aussehen im Verhältnis zum Rest meiner Körpergröße. Aber es gibt natürlich auch das Gegenstück zu Dysphoria und zwar Euphoria. Also das sind dann diese Momente, wo man sich so affirmed fühlt in seinem Gender. Sorry für die ganzen englischen Wörter, by the way. Ich finde es irgendwie einfacher, auf Englisch über dieses Thema zu reden. Und ich finde, es gibt auch voll viele Anzeichen, die darauf hingewiesen haben, dass ich trans bin, die eher mehr mit Gender Euphoria zu tun haben. Und ich finde, über diese Sachen wird nicht so viel geredet, wie über die anderen schlimmen, klassischen Beispiele. Deswegen wollte ich einfach mal über Sachen reden, die mich so gestärkt haben in meiner Gender Experience. Das sind auch so Sachen, bevor ich überhaupt wusste, dass ich selber trans bin, die mich trotzdem irgendwie gut haben fühlen lassen. Und im Nachhinein denke ich mir so, ah ja, 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 du warst trans. Ich dachte, wir machen es auch so ein bisschen chronologisch. Also erst erzähle ich euch so ein paar Momente aus meiner Kindheit, die mir Gender Euphoria gegeben haben. Und dann machen wir weiter mit meiner Coming-out-Phase, beziehungsweise so dem Anfang von meiner Transition, wo ich viele Sachen auch erstmal verarbeitet habe und realisiert habe und die Sachen so langsam verändert haben. Und zum Schluss dann noch so ein paar Sachen, die mir jetzt heutzutage immer noch super viel Gender Euphoria geben. Okay, let's go mit den Sachen aus der Kindheit. Und zwar das erste und ich glaube das offensichtlichste war die Tatsache, dass ich in der Jungsmannschaft Fußball gespielt habe und das hat mir einfach so viel gegeben. Ich fand das so cool, da mitzuspielen. Also okay, der Grund dafür war eigentlich, dass es in der Stadt, wo ich gewohnt habe, beziehungsweise in der Ecke, wo mein Fußballverein war, die hatten keine Mädchenmannschaft. Deswegen war ich sozusagen gezwungen, in der Jungsmannschaft mitzuspielen. Aber ich habe das geliebt, so zum Training zu gehen und zu den Spielen zu gehen und einfach nur mit den anderen Jungs quasi Fußball zu spielen. Und irgendwie war es auch nie so wirklich dramatisch, dass ich halt ein Mädchen war und bei den Jungs mitgespielt habe. Natürlich, manchmal gab es dann so Momente, wo ich so ein bisschen anders behandelt wurde. Zum Beispiel bei den Umkleidekabinen. Ich habe mich dann nicht mit den Jungs umgezogen, sondern bin dann halt immer in so eine separate Umkleidekabine gegangen oder bin dann irgendwie auf die Toilette gegangen oder irgendwie sowas. Aber generell wurde ich schon so behandelt wie einfach einer von denen und das war mega cool damals. Das nächste Szenario hat auch so ein bisschen was mit diesen Jungs typischen Hobbys zu tun. Und zwar habe ich es voll geliebt in der Schule, also zum Beispiel in der Pause, einfach mit den Jungs zu spielen. Also manchmal haben wir schon zusammen gespielt. Es gab schon so Spiele, die halt alle gespielt haben. Aber manchmal war es halt auch so, dass die Mädchen irgendwie Gummitwist gespielt haben. Okay, dieses Spiel war halt auch ein Banger irgendwie. Also ich verstehe den Sinn davon bis heute nicht, aber es hat Spaß gemacht. Aber ich habe zum Beispiel auch super gerne Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt und damit gezockt und das haben halt eher irgendwie Jungs gemacht. Und ich hatte das Gefühl, ich wurde dann von den Jungs mehr respektiert und akzeptiert, wenn ich auch die gleichen Hobbys hatte. Und dann hatte ich natürlich immer mein Yu-Gi-Oh! Kartendeck dabei und in der Pause haben wir uns dann immer gegenseitig herausgefordert zum Duell. Und ich hatte dann das Gefühl, weil ich halt auch so auf deren Level war, dass ich irgendwie dazugehöre. Und keine Ahnung, das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Dann mein nächster Punkt, ich bin als Kind schon super gerne shoppen gegangen. Also nicht so shoppen im Sinne von den ganzen Tag rumlaufen und tausend verschiedene Sachen ausprobieren. Aber ich habe mich immer so doll gefreut, wenn meine Mama mit mir shoppen gegangen ist, weil dann durfte ich mir auch meine Klamotten selber raussuchen und das hat mir immer so krass viel Gender Euphoria gegeben. So dieses in der Jungsabteilung rumlaufen und coole Outfits finden und anprobieren. Ich habe dann auch immer so spezifisch nach Sachen geschaut, die ich irgendwie mal bei anderen Jungs gesehen habe und die ich cool fand. Und dann war ich immer so krass happy, wenn ich die wirklich irgendwo dann im Geschäft gefunden habe. Und ich glaube, das ist auch bis heute noch so geblieben. Also dieses neue Outfits raussuchen gibt mir immer noch so viel. Einfach für die Confidence und dieses Gefühl, was man hat, wenn man ein neues, cooles Outfit gefunden hat. Das nächste hat auch so ein bisschen mit Klamotten zu tun. Und zwar bin ich als Kind eine Zeit lang immer nur in Fußballklamotten rumgelaufen. Also auch wenn ich irgendwie zur Schule gegangen bin, hatte ich oft einfach ein Fußballtrikot an, dann eine Sporthose und dann so Fußballschuhe. Also nicht die richtigen Fußballschuhe, weil die haben ja diese Stollen unten an den Schuhen fürs Gras. Die kann man schlecht im Alltag anziehen, aber es gibt ja auch diese für Kunstrasen, die halt so eher eine flache Sohle haben oder irgendwie Hallenschuhe oder so. Und die hatte ich auf jeden Fall dann immer an. Also mein Schuloutfit war eigentlich ready to play football at any time. Ja, und irgendwie dieses Sportklamotten auch im Alltag tragen hat mir immer extrem viel Gender Euphoria gegeben. Dann der letzte Punkt aus der Kindheit war, dass ich, glaube ich, immer sehr gerne in so Fantasy-Welten geflüchtet
gerichtet bin. Ich habe mir einfach super gerne Geschichten ausgedacht und mir Sachen vorgestellt und so mich so ein bisschen drin verloren. Ich habe super gerne dann auch immer so Sachen nachgespielt mit so Lego oder Playmobil-Figürchen. Keine Ahnung, da gab es ja dieses Piratenschiff oder diese Burg und so. Und ich habe dann halt immer so Geschichten mir ausgedacht und dann mit den Männchen nachgespielt. Und ich habe auch ultra viele Bücher gelesen und Filme geschaut. Und da konnte ich mich halt auch immer so eher mit den männlichen Charakteren identifizieren. Ja, und ich glaube, ich habe auch damals diesen Reality Escape total gebraucht. Also es war halt auch so eine Sache, die mir total viel Halt und Hoffnung gegeben hat. Also wenn ich schon nicht hundertprozentig selbst sein konnte im echten Leben, dann konnte ich wenigstens so durch die Charaktere leben. Okay, das waren so ein paar Anzeichen aus der Kindheit. Jetzt machen wir weiter mit so ein paar Anzeichen aus der Zeit von meinem Coming Out. Also so von 19 bis 23 ungefähr. Die erste Sache, die mir total viel Euphoria gegeben hat, war natürlich, wenn fremde Leute mich als Mann gelesen haben. Beziehungsweise eher als Jungen, weil ich sah noch sehr jung aus. Also wenn fremde Leute mich als männlich eingestuft haben, wenn sie mich nicht kannten, weil das war natürlich vor meinem Coming Out. Ich war immer maximal verwirrt und habe immer so getan, als ob es mich stören würde. So, hä, ich sehe doch nicht aus wie ein Junge. Aber insgeheim habe ich mich immer total gefreut, weil dann war es so, okay, vielleicht ist es möglich, als Junge zu leben. Also es hat mir immer super viel Bestätigung und einfach auch Hoffnung gegeben, dass es halt möglich ist, eine Transition zu machen. Der nächste Punkt ist eigentlich ein bisschen doof, aber mir gibt es immer krass viel Gender Euphoria, wenn ich Typen treffe, die genauso groß sind wie ich oder sogar kleiner sind als ich. Weil ich weiß halt genau, Größe ist eigentlich überhaupt nicht wichtig und sagt nichts drüber aus, wie männlich du bist. Aber die meisten Typen sind halt ein ganzes Stück größer als ich und das gibt mir tatsächlich dann oft auch Dysphoria. Also wenn ich mit so 1,90 großen Typen abhänge und die sich dann halt auch immer so runterbeugen müssen zu mir. Und auch wenn ich dann zum Beispiel mit denen die Straße entlang laufe, fühle ich mich immer so ein Zwerg, wenn die so groß sind und ich bin so klein. Und deswegen finde ich es immer voll schön, wenn ich irgendwie Typen treffe oder mit Typen abhänge, die halt so ungefähr meine Größe haben. Weil dann ist es auch so eine Erinnerung für mich so, okay, nicht alle Typen sind 1,90 groß, es ist okay. Dann als nächstes habe ich immer voll gefeiert, so mit so Jungsgruppen abzuhängen, wenn die mich halt wie einer von ihnen behandelt haben. Also das war ja so in der Uni-Zeit, als ich meinen Bachelor gemacht habe und da hatte ich halt einfach so ein paar Freunde oder Mitbewohner, mit denen ich oft abgehangen habe und manchmal war es halt so, dass wir nur Jungs waren in der Gruppe und dann natürlich ich, aber irgendwie haben die dann trotzdem immer ihre Jungsgespräche geführt, als ob irgendwie kein Mädchen dabei wäre. Weil wenn die Gruppe gemischt ist, dann reden Jungs immer ganz anders und verhalten sich ganz anders, als wenn sie so unter sich sind. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich halt damals lesbisch war, beziehungsweise größtenteils Frauen gedatet habe, das hat dann natürlich so ein bisschen mit reingespielt, weil wir halt oft auch über irgendwie Frauen geredet haben, die wir kennengelernt haben oder die wir gedatet haben. Auch gar nicht irgendwie auf so abwertende, besitzerische Weise. Also die Typen, mit denen ich mich umgeben habe, waren schon allgemein sehr respektvoll, so im Umgang mit Frauen. Aber irgendwie, ja, ich fand es immer voll cool, wenn ich so Teil dieser Männerrunde war. Und der nächste Punkt hat wieder was mit Kleidung zu tun. Und zwar Kleidung anprobieren, nachdem man seinen ersten Binder gekauft hat. Das war für mich so ein krasser Gamechanger, weil wie gesagt, meine Oberweite war immer irgendwas, was mir extrem viel Dysphoria gegeben hat. Und durch diesen Binder war ich halt obenrum komplett flach, also fast komplett flach. Und das war echt ein Gamechanger für mich. Ich glaube, ich habe danach erstmal meinen ganzen Kleiderschrank komplett nochmal anprobiert. Und es war einfach so ein krass gutes Gefühl, wie dann Hemden oder T-Shirts so an meinem Körper runtergefallen sind und auf einmal viel besser gesessen haben. Also das war echt ein krasser Confidence Boost für mich. Das ist jetzt schon Jahre her, aber ich kann mich da immer noch so gut dran erinnern. Und genau das gleiche dann auch nach der Top Surgery, wenn ich das erste Mal Klamotten anprobiert habe mit einer komplett flachen Brust, also auch ohne Binder. Das war einfach so ein nices, befreiendes Gefühl und irgendwie, ja, ich war danach extrem viel shoppen auch in der Zeit, weil ich so dieses Bedürfnis habe, okay, jetzt habe ich eine flache Brust, jetzt muss ich mich erstmal komplett neu ausstatten. Aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Das nächste hat auch so ein bisschen was mit dem Aussehen zu tun und zwar immer, wenn ich beim Friseur war und irgendwie so einen masculine Haircut bekommen habe. Ich liebe es eigentlich immer noch zum Friseur zu gehen und einfach dieses Gefühl mit einem freshen Haircut nach Hause zu kommen. Ich finde gerade, wenn man noch nicht auf Testo ist, kann der passende Haarschnitt echt was rausreißen. Weil je nachdem, was für eine Frisur du hast, wirkt dein Gesicht auch ganz anders. Und wenn du dann irgendwie so einen passenden Haarschnitt für dich gefunden hast, das, ja, das macht schon krass viel aus. Dann auch, als ich meinen Namen endlich zu Luca geändert habe und mich Leute dann Luca genannt haben, das war immer so ein krass schönes Gefühl. Also ich liebe es eigentlich immer noch, wenn Leute meinen Namen sagen. Ich glaube, das mag jede Person. Ja, ich glaube wirklich, jeder hört gerne seinen eigenen Namen gesprochen. Aber besonders in der Zeit, wo das noch neu war, dass ich meinen Namen gerade erst geändert habe und es halt auch noch Leute gab, die mich mit meinem Deadname angesprochen haben, weil ich habe mich ja nicht bei allen Leuten gleichzeitig geoutet, da habe ich mich immer extremst gefreut, wenn Leute mich Luca genannt haben. Das war einfach so ein schöner Klang und ja, ich habe mich immer super gefreut. Und dann, das war halt auch vor Testo, als
meine Stimme noch nicht wirklich tief war. Aber ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr bei einem Konzert wart und dann habt ihr die ganze Zeit laut mitgeschrien und gesungen und danach ist eure Stimme so super angeschlagen und so voll raspy und ihr könnt eigentlich nicht mehr so wirklich gut sprechen. Ich habe das so geliebt, dann in dieser Verfassung meine eigene Stimme zu hören, weil die war dann so viel tiefer als normal und das war irgendwie ein extrem gutes Gefühl. Okay, an die meisten dieser Sachen gewöhnt man sich dann irgendwann, beziehungsweise sie sind immer noch cool, aber sie sind nicht mehr so was Besonderes wie in dieser Anfangsphase der Transition. Aber es gibt wirklich noch so ein paar kleine Sachen, die mir jetzt immer noch extrem viel Gender Euphoria geben und ich wollte die einfach mal zum Schluss noch kurz auflisten. Wenn ich Personen umarme, die ein bisschen kleiner als ich sind oder ein großes Stück kleiner als ich sind und während ich die umarme, kann ich so dann mein Kinn auf deren Kopf so ablegen. Ich liebe das so sehr. Dann habe ich mir auch irgendwann, ich glaube vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, so Plateauschuhe gekauft und ich versuche die nicht allzu oft anzuziehen. Die sind auch ein bisschen unbequem, um ehrlich zu sein. Ich ziehe die dann meistens eher so bei Events an, weil wenn ich die anhabe, das gibt mir immer so einen krassen Confidence Boost, weil ich glaube, die machen mich schon so 5 cm größer, als ich eigentlich bin. Und ich finde, man merkt diesen Unterschied voll krass, auch wenn ich irgendwie dann mit den Schuhen in der U-Bahn stehe, dann bin ich auf einmal so, irgendwie habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf alles. Dann auch dieses, wenn ein Kleidungsstück, vor allem wenn Hosen irgendwie perfekt passen und einfach gut fallen, sodass die Hüften nicht so breit aussehen. Das ist immer schwierig, eine passende Hose zu finden, also die wirklich so perfekt passt. Dann auch weiße T-Shirts, ich weiß nicht warum, aber ich trage extrem gerne weiße T-Shirts. Wenn Menschen mit mir flirten, vor allem wenn Frauen mit mir flirten, es muss gar nicht mal so ein ernstes Flirten sein, das auf irgendwas hinausläuft, sondern auch einfach dieses spaßige Flirten mit irgendwie guten Freundinnen von mir. Irgendwie, keine Ahnung, es gibt mir Gender Euphoria. Oder auch wenn man in der Bar ist oder in einem Club ist und dann ist die Musik und die Umgebungsgeräusche sind relativ laut und dann muss man sich immer so ein bisschen runterbeugen, um die andere Person zu verstehen. Keine Ahnung, wenn die Person auch so ein bisschen kleiner ist und man muss sich dann so ein bisschen runterbeugen und keine Ahnung, ist... I like it. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Muskeln, aber so dieses Gefühl, wenn man Sport gemacht hat und die Muskeln sind halt so ein bisschen deutlicher sichtbar nach dem Sport, das ist nice, das mag ich. Also wir arbeiten noch an den Muskeln, aber ja, nach dem Sport, keine Ahnung, es, ja. Und der letzte Punkt ist einfach oben ohne rumlaufen, so zum Beispiel nach der Dusche und dann wickelt man so das Handtuch sich um und kann halt einfach erstmal nur mit dem Handtuch bekleidet rumlaufen oder natürlich im Sommer, wenn man baden geht und dann halt eine Badehose anhat und dann einfach das T-Shirt ausziehen kann und direkt ins Wasser springen kann. Das ist einfach so ein Luxus für mich. Also irgendwie ist es auch schon so ein bisschen selbstverständlich geworden, aber irgendwie freue ich mich trotzdem jedes Mal, wenn ich es machen kann. Okay, das war's. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was euch so Gender Euphoria gibt. Das können große Dinge sein, das können so mega weirde, random Dinge sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!